Guten Tag. Ich bedanke mich für die Kommentare. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett, dass so viele Leute reagieren und so viele Leute wollen mir immer etwas sagen. Manche Leute sagen, dass ich die Leute provoziere. Manche sagen, das ist Unsinn und Schwachsinn. Andere sagen, ja, das stimmt, ich bin mit einem Löwen zusammen oder mit einem Stier oder Zwilling, was auch immer. Und das stimmt alles, was du sagst. Weil die Leute gucken sich so ein bisschen rückwärts diese Videos und deswegen schreiben Kommentare, obwohl jetzt wir über den Löwen reden, trotzdem die Leute schreiben Kommentare über den Steinbockloch oder Stier. Auf jeden Fall, der schöne Löwe hat sich einen Mythos aufgebaut als Held, Schöpfer, Erhalter und Beschützer der Schwachen. Aber die Mädchen von heute, die wollen sowas nicht. Die sind gar nicht empfänglich auf sowas. Die sind auch selbstständig heute, viel mehr als damals. Und die haben auch ihre Gehässigkeiten und ihre Angewohnheiten und auch Vorstellungen, wie ein Mann sein sollte. Und das alles, was der Löwe so denkt, naja, das ist schon eine alte Sache, nicht? Dass er die Leute beschützen wird und für alles sorgen wird und so auf Macho machen und alles ist, wie ich gestern schon gesagt habe, auch Zauber und Romantik in seinem Leben. Er macht so, mein Gott, als ob er Rockefeller wäre und hat ein Büro mit Sekretärinnen und alles wird erledigt und Hemd auf den Boden, Hose auf den Stuhl, hier und da Socke und Unterhose. Schließlich hat Löwe doch ein Mädchen oder Sekretärinnen oder Leute, die das alles für ihn erledigen. Weil der Löwe denkt, ich werde doch nicht denken darüber nach, was für Zahnpasta ich überhaupt kaufen soll. Das interessiert mich nicht. Und ich werde auch nicht nachdenken, was für Gel ich für meinen Körper benutzen werde. Löwe ist eine Extravaganz. Normalerweise sieht man den Frauen und Männern ein bisschen schon an, dass die extravagant sind, dass sie so Mähne haben, die Frauen oft nicht, und treten so auf, ja, wie die Tiere, ne? Ja, wie die Löwen, weil die denken, wir können das alles im Leben schaffen. Das ist das Schöne an den Löwen, dass sie so denken, wir schaffen alles und dass sie so eine positive Einstellung zum Leben haben. Das muss man wirklich haben. Ich habe heute mit einer Frau gesprochen, die arbeitet in einem großen Büro, internationalen Büro. Sie verdient Geld, sie hat zwei Kinder, die schon erwachsen sind, also um 20. Sie hat einen Mann, der Künstler ist, auch sehr, sehr erfolgreich. Also kein Mann, der da irgendwo auf Partys Gitarre spielt. Das ist nicht so ein richtig erfolgreicher Mann. Der verdient Geld. Sie wohnen in einer schönen Gegend in der Großstadt. Sie haben eigentlich alles, was sie sich wünschen. Sie haben auch Geld. Er ist Löwe und deswegen er denkt, ach, selbst wenn ich heute kein Geld habe, da kann ich zum Amt gehen, da kriege ich auch Geld her und wie es nachher wird, es wird alles gut, das ist nur eine kurze Zeit, ich werde alles im Leben schaffen. So denkt ein Löwe. Aber wie gesagt, diese Frau war ein bisschen unglücklich, weil sie sagte, da fehlt mir etwas. Ich habe zwar alles und sie hat auch alles überlebt, auch Operationen und alles, was man so im Leben mit etwa 50 erleben kann. Aber es was fehlt und das sind vielleicht diese Gefühle, von denen sie unausgesprochen etwas gesagt hat. Aber das fehlt den Menschen, dass sie ein schönes Leben haben. Aber irgendwie muss ich sagen, diese Menschen haben vergessen den Geschmack von Salz und Brot. Und das ist traurig, dass wir in so einer extravaganten Welt leben und manche Leute wie Löwe so viel Optimismus
in sich hat und Ziele und will immer etwas erledigen und es geht immer irgendwie weiter und er gibt dir Mut, dass das alles okay ist. Aber trotzdem fehlt uns etwas im Leben, dass wir mit diesen simplen Sachen des Lebens nicht zufrieden sind, wie ich gesagt habe. Wir haben vergessen, wie Wasser schmeckt, wie Salz schmeckt oder Brot. Und irgendwie muss ich sagen, so schön, wie der Löwe sich das alles aufgebaut hat und denkt, das ist das richtige Leben. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich verändert und die Mädchen wollen was anderes von einem Mann und die wollen auch Gefühle. Und diese Leute, die mit Löwen leben, die wollen auch mehr Gefühl haben. Denn viele Leute, ich will nicht sagen Löwen, es gibt auch andere Sternzeichen, die so leben, die behandeln die Menschen ja, wie Schachfiguren. Und ich habe da eine Freundin gehabt, die war auch Löwe, die hat zu mir gesagt, dann treffen wir uns am Samstag oder nicht. Und ich habe gesagt, weiß ich noch nicht. Sie sagt, ja, sag mal, sonst werde ich mir jemanden anderen bestellen. Also ich bin keine Schachfigur. Also das war eine Frechheit. Aber sie dachte, wenn nicht du, dann es gibt noch andere Menschen. Und das sollen wir wirklich nicht vergessen. Ich habe gestern erzählt, wir leben in einer anderen Zeit und wir brauchen keine Kommunikation mehr. Wir brauchen nicht zu fragen, Entschuldigung, wo fährt der Zug hin und ist die nächste Station Amsterdam? Brauchen wir nicht zu fragen, weil alles steht. Und alles ist berechnet. Wir haben auch Handys, also Kommunikation ist unerwünscht. Aber trotzdem brauchen die Menschen diese Kommunikation, dass wir alle reden, kommunizieren und dass wir auch Gefühle brauchen. Dass jemand mich wirklich küsst, umarmt und sagt, du bist schön und du bist die Einzige oder der Einzige. Und das haben wir alle verlernt. Deswegen diese schöne Vorstellung von einem Löwen, wie man da lebt, Beschützer oder ich schaffe alles, die ist ein bisschen hochmutig und überheblich. Und deswegen passt das vielen Leuten nicht und deswegen die Leute, die mit Löwen leben, haben da Probleme, weil das Leben ist noch etwas anderes. Wir müssen uns besinnen auf uns, dass wir gesund, wenn wir überhaupt gesund sind, dass wir überhaupt Salz und Brot haben und dass wir jemanden haben, dass wir nicht einsam sind, nicht alleine und dass wir nicht schwer krank sind zum Beispiel. Und wir müssen jeden Tag etwas für uns machen, für uns. Mir geht's gut und ich werde heute Kosmetik oder Massage oder Spa oder Schwimmbad, was auch immer, das möchte ich heute alles machen, denn wenn das alles nicht mehr da ist, dann der Löwe wird uns auch nicht helfen, denn da in der Kiste liegen wir verdammt einsam und alleine. Deswegen müssen wir, naja, vielleicht von einem Löwen etwas lernen und das Leben genießen, aber bitte mit Gefühl. Für heute ist die Zeit um.